Servus Gamer und Gamerinnen, willkommen zurück zu Don't Knock Twice, euer MDS Gaming und Laladi Finway, alias Mario und Lisa. Wir sind kurz davor, glaube ich, den fünften Gegenstand von dem Pentagramm zu holen und die Hexe des Todes, das hat ich die Axt fallen gelassen, Baba Yaga, zu entfesseln oder zu fangen, ich weiß es nicht. Da waren wir schon drin, ne? Ja. Ja, da ist der Scheiß passiert mit der Hand, wo ich da mir die Unterhose wechseln konnte. Ja, schön Musik. Ja, es scheint auf jeden Fall hier oben irgendwie zu sein. Kleines Stückchen Mut. Ich höre Klavier. Das Klavier steht im Wohnzimmer. Kalinka, Kalinka. Oder? Das ist es doch. Naja, mit einer Menge Fantasie könnten wir es vielleicht raushören. Ich höre das raus. Was fehlt noch, ne? Aber wo? Dann gehen wir ins Wohnzimmer aufs Klavier, vielleicht passiert jetzt doch was. Wenn man hier die Musik jetzt auf einmal hört. Ja. Es wird lauter. Es ist Kalinka. Ja, okay. Es ist Kalinka. Moskau, Moskau. Deswegen hörst du auch laufend das Klirren. Wirf die Gläser an die Wand. Zur Tür. Bin ich jetzt blöd? Da war das Klavier, ne? Da hat doch irgendwas drauf gestanden, was wir machen müssen, gell? Kann sein, ja. Die richtige Notiz hilft dir, den Geist des Dieners zu finden. Die richtige Notiz? Das sind Fußspuren. Führen wir hoch? Das sind immer nochmal aufeinander Treppen. Ah ne, die haben wir vorhin schon gehabt. Da klappt's doch. Das klopfen wir da weg. Ist da links noch irgendwas oder ist das nur ein Fenster? Hier? Was war das? Ha, wollte er mich schocken, aber ich habe mich rumgedreht. Idiot! Hatte ich oft genug gerade, Schatz. Naja, dann nicht. Das ist eine Lüge. Wir wissen das alle. Ich bin der mutigste Mann der Welt. Da wäre aber doch die Wand, die so inschlagen. Gell, die lasse ich doch auch noch inschlagen, aber es gibt nicht. Das ist nur schlecht gestrichen. So, klatscht jetzt immer irgendwas an die Scheibe. Ne, macht's nicht. Gibst du nicht? Warum hat das Kalinka jetzt aufgehört? Kalinka, Kalinka, na 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 na. Oh komm jetzt. Ist das doch blöd jetzt. Wenn ich da irgendwie falsch gell. Du hast ja Schlafzimmer. Das ist eine andere Tür. Ah ja, das war der Schrank, wo diese Päckchen runtergefallen sind, oder? Ah ja, gell, ja. Okay, da war mal ab, da war nix.
Ich gehe immer viel zu mutig, ich merke das. Ha, ist nix, ist nix. Ist nix. Da wird sich gleich doppelt. Ist nix, so das Finster, ah, das ist kaputt gegangen, da hat der Kind Stein durchgebracht, mir nicht. Ja, vorhin war doch das Kalinka gespielt, du. Hä? Gehen die Räumlichkeiten aus jetzt? Was ist mit der Tür da links? Ich weiß nicht. Brauchen wir sie mal. Ah. Ah! Gar nichts. Die geht auf, wenn es zu spät ist. Der Diener des Geistes mit der richtigen Notiz. Also eben die Zettel. Muss ich mal lesen, ich muss mal alles lesen. Ist aber kein Geist. Ach, Kacke ist das da. Jetzt laufe ich da rum, ey. In 20 Minuten passiert gar nichts in der Folge. Könnte ich immer meine lustige Melodie entspielen. Und los. Gibt's da nicht? Was soll ich jetzt machen? Ja, dann machen wir halt. Das stimmt nochmal, das ist doch vorhin passiert. Hier klirrt's. Oder hochgucken. Ich bin mal sicher, zack. Irgendwas wird hier ausgelöst. Da sind wir eben durch. Da sind wir eben durch. Oh doch, ich höre was. Alter, guck dir die Kacke an, ey. Ja, und jetzt bin ich wieder da. Langsam wird's öde, ey. Da. Ja, ist das nur von dem Ben? Ich weiß es nicht. Hier war gar nichts, ne? Hier war nur die Mamuschka drin. Matroschka. Mamuschka. Mamuschka. Ja, und dieses creepy. Was gibt's denn, dass hier sonst gar nichts ist? Ich sehe aber auch nichts. Ich sehe einen gar nichts. Jedenfalls ziemlich widerliche Statuen hier. Ich würde keinen kaufen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Das ist scheiße, ist das. Ah, im Notfall lege ich wirklich die Musik drüber. Guck mal auf den Plan. Ist da vielleicht ein Raum, in dem wir noch waren? An dem wir immer vorbeilatschen? Das ist immer noch das Tablet. Ach so, ja. Was liegt da für Notiz? Das ist das Feuer, ne? Ich habe da noch keine Geistnotiz gefunden bis jetzt. Ey, wo ist die Axt denn? Ich hab so eine Hand, die geht's bald. Ach so. Wollte auf den Plan gucken. Spielzimmer, Keller. Im Keller war die Erde, im Spielzimmer, im Salon, Eingangshalle, Küche, Erdgeschoss. Eingangshalle vielleicht noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Unten den Schrank, wenn du dich bückst, kannst du ihn vielleicht abholen. Ja.
Ich hab keine Ahnung, vielleicht geht die Pipe noch mehr. Ganz tot, die ging doch vorhin noch ein bisschen. Geht er noch? Was ist das, eine Tür? Nee. Ah, das ist ein Dings. Ein Schloss! Jetzt? Du musst dann sehen, die Laterne. Das ist ein Schloss, aber. War der Zettel da eben schon runter oder ist jetzt runter? Wo? Der war schon ein Stück gerichtet. Ah! Die richtige Notiz hilft dir, den Geist des Dieners zu finden. Was ist Diener noch hier? Ah, guck mal dort, da ist ein Blutfleck auf der Taste. So war aber beendet, oder? Nee. Aha! Ah, ist ein Geheimgang. In. Mann, ey! Ekelbad. Das wird ja auch versteckt, Halle. Oh, der Strom! Das guckt dich ja schon um, weil das löst bestimmt irgendwas aus. Ich kann aber nichts drücken. Hat er eine Griffbombe? Nee. Klopapier, setz mal mal hin. Geht aber nicht, weil ich nicht in der Lage bin, auf diesen Herrn zu gucken. Kommt aber nichts. Ist das ein Witz jetzt? Was ist hier los, ey? Wo gucken wir auf den Griff richtig? Ja, ne? Hätte Sinn können, dass. Ah, doch, komm mal doch. Weil Katzana, das musste irgendwie. Irgendwas haben wir ausgelöst. Ach du Scheiße. Ah, auf der Dachboden. Ach du Scheiße. Keller und Dachböden in Horrorspielen. Immer. Okay, jetzt können wir den Griff. Ah ja. Lauf für die Spinnenweben. Voll die Scheiße, ich kann nicht. Du hast die alle schon. Du musst gehen. Jetzt. Ich glaube, es will dich holen. Ja, ich will aber nicht geheul gehen. Wo muss ich denn hin? Jetzt runter in den Keller, ne? Ja. Ich finde den Weg da jetzt niemals. Heult doch was, oder? Draußen haben gerade welche gelabert. Hab ich nicht gehört. Ach so. Vor unserem Haus draußen? Ja. Ist das die Tür? Nee. Alter, ich hab so Schiss, ne? Ich will einfach nur noch schnell da runter hin in den Raum und dann endlich Tsunami springen. Hab ich überhaupt richtig hoch? Wo ist denn dein Keller drin? Links.
Doch. Ah ne, das war der andere Keller, Entschuldigung. Ich muss, glaube ich, hoch, um dann runter zu gehen, ja, gell? Ja, so irgendwie. Ist das hier wirklich... Na! Oh Mann, ey. Kein großer Stage, ne? Und trotzdem merken wir es nicht. Hat er die Axt noch auf Halle gelassen? Bist du behindert, ey? Passt jetzt, das passt, das muss jetzt passen. Da hinten gehst du dann runter. Ja. Geht doch gleich das Licht aus und alles. Ich... Schau schon mal die ganze Zeit meinen Mund auf beim Let's Play, sehe ich gerade. Das ist, weil ich so angespannt bin. Jetzt sind wir unten im Raum, jetzt geht's los. Noch Sauerstoff. Jetzt geht's los hier. Das ist schon so nicht richtig in der Gegend. Ja, noch, noch. Stradesch. Was brennt denn da, ey? Fettisch. Schräg die Axt doch weg. Hol den Mörser. Mörser irgendwas. Mach irgendwas. Mach irgendwas. Alter, was ist. Geht da eine Tür auf? Ja. Oh, an der muss ich jetzt klopfen. Zweimal. Oh, bitte. Kannst du mit dem Mörser was machen, bevor du klopfst? Ich weiß nicht, da war ein Mörser. Nee, ist gut. Nee, das ist nicht wirklich. Random Hochhebding. Dann klopfen wir mal an. An der Pforte zur Hölle. Alter, was ist das jetzt? Okay, es geht ich weiter. So Totenkopfmaul drin. Ich habe wirklich gedacht, es wäre jetzt rum. Alter, das ist ein da ja. Tatsächlich ein Totenkopfmaul, ey. Da steht noch was. Das war mal mit. Krieg steht hier überall das Haarspray rum. Der pflegebewusste der Baba Yaga. Hat ja auch viel Fell. Immer stehen, immer glänzen. Muss so schön sein für die Ziegendamen. Ja, ein Schaukelstuhl. Oh, Schaukelpferd. Ein Schaukelt. Ja, Schaukelt. Schaukelt immer in Horrorspielen. Boah, Mann, ey. Ich will gar nicht überraschen. Was ist das hier? Knochen. Alter, da hängen die ganzen Kinder. Such deins. Such deins und dann ab. Was ist das? Was ist das? Ja. Ah, noch so ein Spray-Ding. Ich kann da auch entlang, okay. Ah, ich kann die Seite durchsprayen. Ich kann mich nicht bewegen, ich kann mich nicht Ach bewegen. So. Ah! Wenn Kind ist weggelaufen, wir hatten das Ding hinter ihm gestanden. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss! Alter! Renn doch! Vorne wie ah! Renn! Bleib bitte auf, bitte bleib auf, ich hab's gewusst!
Töte sie. Ah ja, ich versuch's, aber ich bin leider verhindert, ey. Verarsch mich doch, das ist doch eine Scheiße. Kannst du die Hände kommen? Ich kann gar nichts machen. Steht denn immer mehr auf? Doch, okay, ich kann nicht mehr. Ich kann verpiss dich! Ich kann ja nicht mitgehen, oder? Ja, ich glaube, du bist tot. Schade. Alter, was ist das? Bitte, dein Kind. Du bist mein Unbekannt. Ich weiß es nicht. Boah, ich hab mein Kind erschlagen. Ajo, hast dein Kind erschlagen. Oder du hast die Hexe getötet und jetzt bist du los. Das haben sie auch eben geschrieben. Ja, ja. Du wirst dann zum Diener. Ich bin jetzt der Diener. Deswegen bist du ihr. Ich hab was Böses getan. Ich muss mein Kind erschlagen. Ja, musst dein Kind erschlagen. Ach, du Scheiße. Cooles Spiel. Ich glaube, ist jetzt aus, ne? Kommt jetzt nichts mehr. Machen wir Endscreen. Ja, Ladescreen und Endscreen. Gucken wir mal, was kommt. Nein, das war's. So. Durchgespielt. Don't knock twice. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir nicht. Herzinfarkt. Dir? War cool. War, cool. war auf jeden Fall die 6 Euro, die unglaublichen 6 Euro wert. War cool, war in okay. Na, in diesem Sinne hoffe ich auf Feedback. Daumen hoch, Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn du mich nochmal zwingst, in der Kacke zu spielen. Falls ich das machen soll, zeig uns das mal mit einem Daumen hoch. Nee, nicht. Oder einem Kommentar. Ja, gut. Machen sie sowieso. Alle, euer MDS Gaming und Laladi Finway. Mario und Lisa. Ciao!